Invasionsflotte weggelockt. Aber die Fabrik wird von einem Schiff bewacht. Ein Zerstörer, der vor modernsten Waffen nur so strotzt. Seine Luftabwehrwaffen lassen keinen Angriff von oben zu. Doch es ist an einer Stelle verwundbar. 60 Fuß unter der Wasserlinie. Nahe der Ventilationsöffnung. Keegan, Logan, das ist euer Job. Macht uns den Weg zu der Fabrik frei. Verstanden. Wir schicken ein weiteres Schiff auf den Friedhof. Dann geht's los. Warum der Bullshit schon wieder so lange lädt. Ja, wie schon gesagt, los geht's. Tauchmission. Liebe Fische, passt auf, ihr müsst auf die Seite schwimmen. APS Unterwassergewehr, C zum Sinken. Also, fangen wir gleich an. Gehen wir auf Tauchen. Das kennen wir aus der Mission. Schneller schwimmen, komm Fisch. Ausprobieren. Ja? Ja? Oh. Bullshit, scheiß High. Wow. Oh. Nice. Ich traue mich jetzt gar nicht. Wo ist er denn? Ah, er ist noch ein bisschen so langsam. Aber er ist schon heftig mit den Haien. Oh fuck. Ist der weiße Hai? Ich hätte gedacht, die greifen jetzt alle an die Haie, weil das wäre ein bisschen. Was? Ich glaube, ich habe gerade einen Blödsinn gemacht. Ah, nice. Sorry, die sehen mich ja gleich. Wieso? What? What the fuck? 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 Oh, die greifen wirklich alle an. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz ist gerade stehen geblieben. What the? Oh. Wow. Wow. What the fuck? What the fuck? Ah, heilige Scheiße! Hilfe! Komm! Wow, also, schreibt mir mal in die Kommentare. Wer hat das jetzt erwartet? Echt? Und wen hat's genauso geschreckt wie mich? What the fuck? Oh. Jetzt hat's mich richtig. Jetzt. Bootpatrouille, Alter, nice, Scheiß. Muss man sich richtig umdrehen jetzt. Wir haben wohl Gesellschaft. Like. Okay. Sind ja keine Luftblasen, die da aufsteigen. Nein, nein, seht uns keiner und wir machen gar nicht viel. Schaut, die sieht man, da ist einer und da ist einer. Bullshit. Der hat uns in seinem Dings gegriffen. Wieso? Aber Luft bekommt er ja eh. Wenn man es richtig austariert, weil ich habe ja einen Tauchschein, wenn man es richtig austariert, darf man eigentlich nicht sinken im Boden. Dann müsste man eigentlich schweben. Also die Leute haben es echt nicht drauf gehabt. Was? Oh oh. Ah, das schaut ziemlich ab. Nein, nicht zu Ruf sinken. Ja? Ich tariere auch aus. Luft reinpumpen in die Weste. Lifeguard. Wo ist er denn? Na? Weiter geht's. Blocke ich dich? Schaut so aus. Wir tauchen hier mit einem umluftunabhängigen Atemgerät. Das dürfte. Ihr seht's eh. Warum da jetzt Blasen aufsteigen, dürfte es eigentlich nicht. Darf es gar nicht. Geht gar nicht. Was ist los? Aber das funktioniert so. Das ist ein Bullshit. Wir würden da, wenn wir tauchen würden, mit einem umluftunabhängigen Atemgerät tauchen. Das heißt, es geht Luft rein, es wird gefiltert und gesäubert und der Sauerstoff kommt wieder raus. Also ihr könnt damit, glaube ich, bis zu 2-3 Stunden damit atmen, weil es immer wieder gefiltert wird. Es ist quasi eine Sauerstoffkartusche drinnen und die wird immer wieder gereinigt, ein bisschen was davon verwendet. Ups. Aber es dürfte nichts aufsteigen. Das darf nicht sein. Hat auch das Jagdkommando so. Jede Spezialeinheit hat das. Und das sieht definitiv so aus.
Also? Was? Bum 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 bum. Da sind wir wenigstens nicht laut, checkt keiner. Aber auf jeden Fall, das ist ein umluftunabhängiges Atemgerät. Das ist ein Blödsinn, was Sie wieder sehen. Echt Bullshit. Darf nichts raufgehen. Also da hätten Sie sich schon ein bisschen besser erkundigen müssen. Ganz ehrlich, also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Was gibt's da noch für, für Luftflaschen, für Sauerstoffversorgung? Na, ernsthaft, so ist das Blödsinn. Und der einzige Nachteil bei so umluftunabhängigen Atemgeräten ist, dass die Luft immer heißer wird. Weil CO2 erhitzt sich natürlich und... Was machen wir jetzt? Feuerfreigabe. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ja, das war ja geplant, oder? Tja. Wow. Ja. What the fuck? Nice. Ja, wenn ein Nahkampf Spaß macht, wo ist da noch wer? Ne, keiner mehr, oder? Da ist noch einer. Lauter Haikäfige. Hey, komm. Ah. Nice. Dein ass, Mitch. Tja, alle nicht gut austariert. Müsste und dürfte eigentlich nicht sinken. Also von dem her, Realismus in Call of Duty hätte ich hier schon ein bisschen erwartet, dass man wenigstens ungefähr die richtigen Sachen beim Tauchen hat. Ist auch noch Luft? Jetzt machen wir mal Druckausgleich. Was ist los? Boah, wie tief noch? Schneller. Aber das mit dem Hai hat mich vor echt geschreckt. Bist du deppert. Wo ist er denn jetzt? Vielleicht noch ein bisschen langsamer, ha? Wir sind hier nicht auf Kaffee, auf Tauchgang. Aber, was auch komisch ist, wenn man auf einen Hai schießt, greifen auf einmal alle an. Naja, der eine hat meinen Bruder getötet, bitte kill ihn, bitte kill ihn. Dann geht er natürlich down. Also? Starke Sonarwellen, ja, dann fällt das U-Boot wahrscheinlich gleich über uns. Das ist so heiß, diese Flasche. Da muss man husten. Wisst ihr was? Wir sind hier im Wasser, also machen wir einen Schluck vom Wasser. Nom, 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 nom. Ah, das Salzwasser schmeckt gut. Ups. Ja. Was ich mich erinnern kann, wird gleich alles in die Luft fliegen. Ein fettes U-Boot. Wegen den Turbinen, ist klar. Komm. Ihr seht, was umschalten, um schneller zu schwimmen. Das habe ich eh gemacht. Was mache ich hier gerade? Jetzt wie die Sniper-Mission. Wow! Wie die Sniper-Mission in Call of Duty 4. Nur, dass man eben kein Sniper ist, sondern aus Containern. Wow, schon. Wow. Also, schwimmen wir lieber. Komm. Kannst mir nicht sagen, dass es im Container, wo über uns Trümmer sind, sicherer ist. Wo ist er denn? Ich lauf schon, komm! Ach Gott! Schneller! Na, geh, komm! So ein Gegenstrom oder was? So. Wo ist er denn hin? Ma! Sodala, ganz knapp hinter ihm. What the fuck? Ich sehe ja nichts mehr, komm. Ich bin schneller, ich bin so schnell wie möglich. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wie wir aus Findet Nemo kennen. Ja, gekommen. Wie kann er so viel schneller sein als ich, echt? Hab's nicht gesehen, weil ich so gut geschwommen bin. Also, los geht's. Komm, er schwimmt runter. Ja, da war ich vorher auch. Dann wieder blöd stehen bleiben, weil... Ach Gott, komm, weiter geht's. Bin ich auch hingeschwommen? Ah, der ist da rein, hat sich versteckt, der Noob.
Camper. Habe ich neulich ein heftiges Mim gesehen. Hitler. Quasi der Hitler. Ups. Ja. Der Hitler. Ein paar Millionen Abschüsse, null Tode. Scheiß Camper. Ja, das war er im Prinzip. Ja, komm. Oh. Nice. Die Druckquelle muss man natürlich nicht berücksichtigen. Nein, wir sind noch nicht nah. Wenn man vielleicht das Ding ein bisschen länger schwimmen lässt und sich nicht in einem Trümmerhaufen versteckt. Vielleicht ein bisschen gescheiter. Ja, ein bisschen. Aber dann wäre es ja kein Call of Duty. Unrealismus for the win. Ist das Luftschlauch? Oh, linke Maus, linke Maus, linke Maus, linke Maus, linke Maus. Hat jetzt auch nichts gebracht. Komm. Da müsste jetzt eigentlich alles voller Wasser sein, oder? Logischerweise, wenn da jetzt Luft reinkommen sollte. Alles okay. Das heißt, ist das Zeichen für okay? Oh Gott, das ist nicht okay. Oh oh. Ja. Komm, 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 schneller, schneller, weg, 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 weg. Sammeln Sie sich beim Treffpunkt. Ja, war jetzt das Ziel. Komm, ich, wieso schwimmt er immer schneller als ich? Ich schieße gleich auf einen Hai wieder. Au, 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 au. Okay, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh oh. U-Boot. Le U-Bötchen. Le U-Boot. Das ist für die Leute, die kein Französisch sprechen. Oh. Ernsthaft. Le U-Boot. Naja, stimmt nicht, aber ich meine. Natürlich muss man dann sich, denkt man sich dann noch, muss man noch ballern. Wenn eh schon alles auf dich einstürzt. Das ist so ein Bullshit. Aber ist ganz nice, die Waffe. Die gibt es nämlich wirklich. Das ist eine Unterwasser. Ja, Unterwassermaschinengewehr. Braucht man natürlich eben genau für solche Aktionen. Bisschen sprayen for the wind, ja. Geht das? Mich interessiert. Ja, ich habe ihn gesprayt. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ihn gehittet. Zumindest. Und viel Muni habe ich dabei. 260. 230 meine ich. Oh oh. Was macht der? Ist jetzt wurscht? Okay. 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 Ja, oh, scheiße, 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 scheiße. Oh. Ich knife wieder. Oh, schon wieder. Oh, knife, knife, knife. Oh, jetzt habe ich gewonnen. Hat der mich vorher nicht gehittet? Ich glaube schon, oder? Einmal. Ja, einmal darf er ja. So eine Map wäre ziemlich geil für Multiplayer. Das wäre mal Innovation. Wenn sie schon mit dem anfangen, wo man zum Beispiel so eine Waffe drinnen hat. Aber da müssen sie allerdings wieder auch die Rechte kaufen. Für andere Waffen. Obwohl meiner Meinung nach auch die eine Waffe komplett reichen würde. Weil Nahkampf dann solche Mods wie zum Beispiel Nahkampf unter Wasser, obwohl das ist wahrscheinlich ein bisschen Bullshit, das ist einfach wer als erster V drückt. Ja, Wasserform, scheiße, zeige ich euch mal was. Okay, ich muss ein bisschen Deckung, ja. Die haben es früher auch ins Wasser geschossen, eben gegen U-Boote. Also ich mache hier richtig Unterricht bei euch. So, diese Folge bringt euch ja direkt was. Ein bisschen mehr Allgemeinwissen, also wie gesagt, die haben es früher im Weltkrieg runtergeworfen, dass die U-Boote, dass die U-Boote treffen und die beschädigen. Ja, Tipps und Tricks sind das. Tipps und Tricks für den Weltkrieg. Ja, ein bisschen blöd formuliert jetzt vielleicht, aber ich möchte wieder gerade schwimmen, nicht so blöd schief, echt. Hallo. Ah, das Problem ist, ich mache die Missionen immer durch, komplett. Ohne, dass ich jetzt schaue, okay, wie lang wird ein Part? Aber ich denke mal nur 20 Minuten Maximum, ist eh immer so. Sonst schneide ich, wenn ich mal ein bisschen blöd sterbe. Verstecken ist was anderes, hättest du ein bisschen früher sagen sollen, ha? Kollege, hättest du ein bisschen früher. Aha. Wow. Das war ein Hai. Fuck, ich scheiß mich so an vor Haien. Ja, ernsthaft, das ist ein Tiger, das ist ein Tigerhai. Und so ein Blödsinn, wenn ich hinter einem Hai vorbeischwimme, hört mich der sowas und das ist ein Tigerhai. Also... Wir müssen nacheinander rein. Ich gehe da fix nicht vor. Bleib
ab hier und gib mir Deckung. Das heißt, sie gibt die Deckung, ich möchte das sprayen. Stopp. Hier ist nur Platz für einen von uns. Bleib am Eingang. Warte, bis ich durch bin. Was, warte, bis ich durch bin? Denk dran. Langsam und auf Abstand bleiben. Oida. Versuche ihre Bewegung vorauszuahnen. Oida. Los jetzt. Oh, ich hasse Haie, ernsthaft. What? Boah, jetzt hätte ich gedacht, es ist wieder ein Hai. Aber die Animation, wenn ich ein Hai trifft, ist genauso geil wie in Far Cry. Boah, Bullshit, solche Haie. Aber edel gemacht war das mit der Animation, echt mal. Ja, hallo. Ich traue mich jetzt gar nicht schnell schwimmen, wenn auf einmal ein Hai hinter mir... Was? Hai? Hi! Hat sie einen Witz hören? Sagt die Frau zu ihrem Mann, tun wir heiraten. Okay, er sagt, ja, ich fange an. Läuft in die Garage, holt sich einen Hammer, Gummihammer, oder Hammer, je nachdem, kommt wieder zurück, schlägt sich auf den Kopf und sie, Hammerhai! Ja, heiraten. Ah, nice.